Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück zu Police Stories. Und die Katze will wieder Aufmerksamkeit. Ja, Showtime habe ich nochmal geschafft mit C+. Und wir haben einen neuen Ausrüstungsgegenstand bekommen, den Taser. Und ja, jetzt sind wir bei Kapitel 5, der Verräter. Bacon Brothers Diner. Besprechung. John Rimes, gute Arbeit. Ihr habt den Bombenanschlag auf das Filmstudio verhindert. Ihr habt eine Menge Leben gerettet. Das wird auf jeden Fall nicht unbemerkt bleiben. Ich habe mit dem Chief persönlich über eine Beförderung für euch beide gesprochen. Während ich auf seine Antwort warte, könnt ihr eine Weile lang eine ruhige Kugel schieben. Habt ihr euch verdient. Ach übrigens, könntet ihr mal vielleicht einen Gefallen tun? Schaut mal bei unserem verdeckten Ermittler Lenny Wolf vorbei. Der hängt normalerweise im Restaurant Chicky Express ab. Falsche Zivilisten. Ui, wir haben einen falschen Zivilisten. Also jemand, der sich als Zivilist vorgibt und dann nochmal eine Pistole zückt. Okay. Ausrüstung. Ich nehme wie immer Griff, Blendgranate, okay. Und du nimmst mal... Die Pfefferspray nimmst du mal raus und du nimmst den Taser. Was steht beim Taser? Ich hätte es mir gerne mal durchgelesen. Dann nicht. Dann kein Taser. So. Journalisten. Bomben. In den Primus Movie Studios. Das ist doch Wahnsinn. Nie davon gehört. Ja, nach all dem, was damals gelaufen ist, kam von oben die Order, Stillschweigen zu bewahren. Kam mir damals seltsam vor, aber aus heutiger Sicht, das ist jetzt alles ein Sinn. Was soll das heißen? Wirst du schon noch sehen. Also, ich habe ein paar Tage damit verbracht, aus dieser ganzen Sache schlau zu werden. Doch alle Spuren liefen irgendwann ins Leere. Am Ende waren wir so schlau wie vorher. Keiner wusste irgendwas über die Lieferung von Stone Roberts. Sogar das Unternehmen selbst nicht. Und es gab nicht genug Anhaltspunkte für die umfangreiche Ermittlung. Also haben wir was anderes gemacht. Bis eines Tages. Mein Getränk leer war. Am 8. September 1998, 2.43 Uhr, Bacon Brothers Diner. Überfall! Auf das Diner? Am helllichten Tag? Gott! Was sind diese Jungs so blöd? Werd bloß nicht frech, Kleiner. Mögen ja blöd sein, aber das macht sie umso gefährlicher. Und jetzt komm, wir fangen an. Kleiner? Wir sind doch gleich alt, Mann. Okidoki, deiner. Es gibt Nebenstraßen und Fenster, durch die man nicht gucken kann. Deine, Kleiner. Taser Action. Taserst du? Hä? Junge. Go, Roger. Cool, dass er so lange gewartet hat.
tip him up. Copy that. Get that? Affirmative. Switch to main weapon. Pfefferspray war da irgendwie cooler. Regroup on me. Na, großer Raum dahinter? Oh, copy that. Get down now! Nein, halt doch mal die Fresse. Fall in on me. Guck da mal durch, wir haben ja Zeit, ne? Use the mirror. Roger. Suspect spotted. Einer. Okay, dann machen wir folgendes. Du gehst da rein. Go. Go. Roger. Anschellen. Secure the target. Roger. Fall in and stay close. Ah, scheint größer zu sein. Das ist auch wieder eine Stahltür. Was sieht's hier aus? Camera under the door. Roger. Suspect spotted. Negative. Okay. Taser nehmen. Tasern. Oder Handschellen. Roger. Okay, Waffe nehmen. Die Tür checken. Check behind the door. Affirmative. All clear. Nimm mal wieder dein Gewehr. Weapon ready. Und marschier da rein. Negative. Du sollst die Waffe nehmen. Switch to main weapon. Go. Roger. Okay, Tür checken. Use the mirror. Affirmative. All clear. Okay. Einmarschieren. Oh, negative. Einmarschieren. Go. Roger. Take out a taser. Get over there. Affirmative. Ey, ich habe immer Angst, dass der Typ zuerst schießt und dann... Okay. Du musst kurz wieder Waffen nehmen, oder... Go. Roger that. Achso, Handschellen mache ich mal. Hands up! So, nimm wieder dein Gewehr. Tür öffnen. Ich klemm fest. Open the door. Best name. Secure the target. Roger. Regroup on me. Folg mir. Okay. Das ging hier noch leicht. Dieser Stahlraum macht mir noch Sorgen. Okay, bitte Kamera. Camera under the door. Negative. Negative. Negativ. Keiner im Raum? Alter, wenn du lügst, ne? Ich schick dich vor. Er hat doch negativ gesagt. Wie guckst du durch die Tür, du Arsch? Oder hast du das nicht gemacht? Da meinte er das mit negativ. Guck mal durch die Tür, nicht, dass er direkt... Okay, okay. Wir machen folgendes. Okay, mein Kumpel ist auch. So, ich muss mich mal kurz heilen. Nur Deckung. Das ist auch ein großer, böser Raum. Nochmal Kamera bitte. Roger that. Multiple suspects spotted. Get down now. Gut, der macht's. Geh du da mal rein. Go. Negative. Get down now. Hands up. Okay, du gehst auch nicht mehr rein. So. Dann heb du das mal auf da. Roger. Und es gibt noch einen falschen. Hab ich ganz vergessen. Okay, deiner ist clear. Wir haben zwei Schüsseln. Abstellraum. Hands up! Hier nochmal eine Kamera vor. Camera under the door. Roger. Suspect spotted.
Okay. Open the door. Get down. Festnehmen. Zip him up. Roger. Fall in on me. Okay. Wir haben jetzt keinen Stress mehr, ne? Tür checken. Roger. Okay. Tür öffnen. Opening the door. Roger that. Ups. Get down now. Festnehmen. Secure the target. Roger. Fall in and stay close. Tür checken. Use the mirror. Affirmative. Suspect. Oh, das ist ein Gangster. Tür öffnen. Roger that. Hands up. Waffe nehmen. Get that. Ich nehme ihn fest. Lief ganz gut. B. Ich bin auch positiv überrascht. Stopp! Lenny, was machst du denn hier? Überleben! Diese Arschgeigen sind immer schon seit Tagen auf dem Weg, auf den Fersen. Ich hatte gedacht, ich könnte mich in dem Diner hier verstecken, weil ich den Besitzer kenne. Aber die haben mich sofort gefunden. Moment mal. Du kennst den, Rick? Man könnte sagen, dass er auf der Straße mein Auge und mein Ohr ist. Wir kennen uns schon unser ganzes Leben lang. Auch wenn wir auf verschiedenen Seiten stehen. Ich vertraue ihm. Und er vertraut mir. Nicht mehr und nicht weniger. Warum gehst du nicht einfach zu den Bullen? Kleiner! Ich und die Bullen, wir kommen in der Regel nicht miteinander aus. Ja, und ich kann mir denken, warum. Hier Zentrale, bitte komm, over. Es wurde ein Angriff auf das Morgan Medical Center gemeldet. An alle Einheiten, sofort dorthin, over. Morgan Medical? Ist das nicht das Krankenhaus, wo man Stannis... Ihr wisst schon, dieser Typ vom Film. Scheiße. Lenny. Du bleibst hier, bis Verstärkung kommt. Keine Sorge. Ich lege ein gutes Wort für dich ein. John, gehen wir. Ich hab da so ein ungutes Gefühl. Ja, mal gucken, ob die nächste Mission auch so easy peasy wird. Rauchgranate. Halte ich nichts von. Das nächste Kapitel heißt Opfer. Let's go. An alle Einheiten. Bewaffneter Überfall auf das Morgan Medical Center. Mehrere Bewaffnete befinden sich im Gebäude. Anzahl Verdächtiger und Geiseln unbekannt. Und seid also auf der Hut. Zivilisten. Falsche Zivilisten. Insgesamt zwei. Ich verstehe auch nicht, was falsche Zivilisten sind. Bombe ist auch dabei. Bleib bei diesem Set und wir brauchen den Taser nicht. Ich fand den Taser komischerweise beschissen. Wir brauchen das Pfefferspray. Oh, warte mal. Rick hat irgendwie, kann irgendwie noch was anderes nehmen. Cool. Oder kann Rick auch mich heilen? Ich gehe mal das Risiko ein. Dann nehme ich nochmal die Rauchgranate und Rick nimmt das Medikit und das kann dann doch nicht nehmen. Cool. Dann nehme ich das Medikit. So. Und Start. Zentrale. Wir sind unterwegs zum Morgan Medical. Sollten wir vorher noch irgendwas wissen? Over. Verstanden, John. Mehrere Geiseln sind im Gebäude.
Die Verdächtigen sind gut bewaffnet, also seid extrem vorsichtig. Uns wurde auch gemeldet, dass sich irgendwo im Gebäude ein Sprengsatz befinden soll. Bitte seid extrem vorsichtig. Over. Verstanden. Over. Hm? War das jetzt echt oder war das jetzt im Spiel? Telefon. Oh, das ist ein guter Song. Oh ja, das ist mein Song. Das ist echt cool. Hands up! Pfefferspray! Festnehmen. Regroup on me. Ist das Telefon von hier, ey? Suspect spotted. Hands up! Get down now! Shooterfinger! Ich baller alles weg! Alter, hat er mich noch erwischt. Heilen wir uns mal. Use the mirror. Roger. Suspect spotted. Okay. Mach mal die Tür auf. Oh ne, kannst du nicht. Negative. Was? Doch, wollte ich schon sagen, ey. Unpick the door. Roger that. Wir müssen noch irgendeinen in die Fresse sprühen, um an den Code zu kommen. Go. Copy that. Get that. Affirmative. Oh. Get down. Okay, habt ihr Bombe? Ey, wir brauchen langsam mal jemanden, der uns einen Code gibt. Sonst haben wir nämlich ein Problem hier. Bombe haben wir ja gefunden. Kannst du mal gucken, ob da was ist? Copy that. All clear. All clear? Wehe nicht, du Arsch. Fall in and stay close. Hm. Doch kein Kokain hier. Bombe haben wir ja. Suspect spotted. Eine Minute haben wir noch. Wichser! Scheiße, ey. Fuck you! Okay, okay. Er hat zuerst geschossen. Ich mir ja alles nieder, ey. Suspect spotted. Secure the target. Affirmative. Fall in on me. Get down now. Secure that. Affirmative. Check mal die Tür, genau. On the ground now. On the ground now. Use pepper spray on it. Roger that. Okay, es war vielleicht der falsche, ein falscher Zivilist. Oder hat einfach nur Gegengewehr geleistet gegen die Staatsgewalt. Mal durch, wir brauchen unbedingt. Er ist gleich davor. Ah, der hat eine Waffe gehabt. Das war ein falscher Zivilist, definitiv. Okay.
check mal die nächste Tür. Och, auf was habe ich so lange gewartet, ey? Scheiße, ich habe gehofft, dass er... Profi-Tipp, du bekommst immer mehr Punkte, wenn du Kriminelle verhaftest. Ist das ein Profi-Tipp? Wuhu! Danke, wusste ich schon. Alter, der hat einen Zivilisten gekillt. Das ist ja fies. Oh, praktisch. Ich mach dir gleich Futter, Katze. Muss das erst noch durchspielen. Oh. Gangster, die laufen weg. Oh, die machen natürlich Krach, ne? Scheiße. Langer Gang. Ist immer gefährlich. Wo sind die lang gelaufen? Check behind the door. Affirmative. Suspect spotted. Negative. Hands up! Okay, da war's nicht. Affirmative. Jetzt wissen wir nicht, wo die Bombe ist. Check mal. Use the mirror. Roger that. Suspect spotted. Okay, ist clean. Wieder durch. Oder auch nicht. Get down! Secure the target. Roger. Hands up! Fall in and stay close. Suspect spotted. Get down now! Pfefferspray. Spray him. Affirmative. 2070, kann man nicht mehr merken. Regroup on me. Go. Copy that. Fuck, hat mich noch erwischt. Fall in on me. Camera under the door. Roger that. Suspect spotted. Okay. Get over there. Take it. Get that. Copy that. 2070. Suspect spotted. Okay. Go. Roger. Use pepper spray on it. Affirmative. Oh, ein falscher. Danke für den Tipp. 2070. Okay. Bombe entschärft. Gebt mal die Waffe auf da. Secure that. Roger. Fall in and stay close. Gut, jetzt können wir uns Zeit lassen. Use the mirror. Copy that. Oh ja, das ist ein Böser. Move. Negative. Get down. Go. Copy that. Nein! Scheiße! Er hat daneben geballert. Fuck! Schweinebacken, ey. Get down! On the ground now! Dietrich? Wo ist meine Rauchgranate verfickt? Ah, ich war mal ein Dietrich, Mann. Was soll ich mit einem Dietrich? Alter. Was soll ich mit dem Dietrich? Habe ich echt Scheiße mitgenommen. Jetzt brauche ich mal die Rauchgranate oder die Blendgranate und ich habe sie nicht. Get down now. Get down now. Get down now. Alter, ich knall jetzt alles ab. Da kommen noch Munition, ne? Oh. Man hat nur fertige Magazine. Get down now. Get down now. Alter, ich habe die Schnauze voll hier.
Okay, da okay, hier waren wir. Tür zugemacht und durch die Tür erschossen. Sowas finde ich gut. Ja, haben es geschafft. Unser Partner ist aber gestorben. Ah, bestimmt F, ne? Oh, D+. Das heißt, wir könnten vielleicht schon die nächste Mission freigeschaltet haben. Weil ich habe das Gefühl, mit F ist es nie freigeschaltet. Oh, da hat ein paar Einschusslöcher. Den Raum habe ich ja gar nicht gesehen. Verdammt. Wir kommen zu spät. Scheiße! Moment mal. Wick, glaubst du, die haben all das nur veranstaltet, um ihn zu erledigen? Weiß noch nicht. Aber ganz ehrlich, sieht so aus. Wick, John! Wie ist die Lage im oberen Stockwerken? Alles klar, aber wir haben hier einen Toten. Kevin Stern ist... Ach egal, ist tot. Verstanden. Wir haben immer noch Geiseln in den unteren Stockwerken. Im Laborflügel. Over. Verstanden, Zentrale. Schon unterwegs. So, was haben wir jetzt? Durchbruchskit. Aha, aha, aha. Wofür braucht man ein Durchbruchskit? Um verschlossene Türen aufzuhämmern oder was? Hm. Ich weiß es nicht, wir werden es erfahren nächstes Mal. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Würde mich sehr freuen, auch wenn ihr mir bei Twitter folgt. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.